Ja, moin moin Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Jurassic World. Und wir sind weiterhin dabei, hier unsere Isla Senna, ist das glaube ich, oder? Isla Ayrton Senna. Die sind auch da. Wie heißt die? Sorna, Entschuldigung. Kein kleiner Fehler meinerseits. Und wir müssen jetzt ein... Diese Gelegenheit ist gut und könnte der Unterhaltungsabteilung helfen. Also denken Sie bitte darüber nach. Ein Foto machen von einem Eddie. Aber wir schicken erstmal noch mal eben kurz die Expedition los. Wenn ich gigantisch so aus, habe ich doch durch, oder? Das ist 100% das genommen. Kento kaufen. Carnotaurus. So ein Ding würde ich auf jeden Fall auch noch haben. So, einen habe ich ja noch. Kento. Ah, hier sieht's neu. Ach, Spinosaurus. Die habe ich, die sind jetzt neu. Spinosaurus. Pantaceratops, okay. Stegosaurus. Sauropelter. Mein Gott, ich glaube, ich muss meine Brille noch wieder aufsetzen. Apatosaurus, Stegosaurus. Sauropelter. Deinomychus. Pantaceratops. Ah, das ist bestimmt wieder so ein... Nehmen wir mal eben an. Achso, der eine ist auch schon los. Das ist bestimmt so hier von wegen. Der Triceratops. Triceratops. Bestimmt wieder irgendeine Vorstufe oder sowas. Ah, hier, unsichtbare Wand. Gerne nichts weiter. Ach, deswegen brüllen die hier so noch. Hier liegt noch ein Stego rum. Okay, den muss ich dann natürlich mal eben aufräumen gleich. Den muss ich natürlich erstmal aufräumen gleich. So, da ist ein Eddie. Nicht Betäubungsgewehr. Hier. Picture, Picture machen. Picture. Nun, geh mal weg da. Das ist nicht gut. Boah, 23.000. Das behalten wir. Wir verkaufen diese Fotos, oder? Sind sie verkäuflich? Oh ey, was mache ich denn jetzt schon? So. Ihre Bilder waren optimal. Gut gemacht. Media-Team, Aufgabe hinzufügen. So. Irgendwas war hier doch noch da. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. So, Transport-Dingsums. Die können den hier mal eben verkaufen. Produkt muss eingesammelt werden. So. Ist hier irgendwo auch noch wieder ein Kraftwerk? Schafft, passt das da oben noch hin? Hm, nee, das ist zu. Aber irgend.
Aber kurz lang muss ich denn hier nochmal wieder ein Kraftwerk reinschmeißen. Produkttransport im Gang. Schade. Ich dachte. Aber ich könnte. Ja, noch eins. Der Carnotaurus. Ja, ein paar. Ertrag. Tempo ist eigentlich relativ egal, finde ich. Platin zum Verticken, wo ist das denn? Platinium. 400.000 Augen, ey. Nicht schlecht, Herr Specht. Hier kann ich nochmal. Planung. Kohle mache ich eigentlich ganz gut, oder? Oh. 160, knapp 160 die Minute. Das geht. Sauber. Kommt als nächstes hier noch mal hin. Und hier noch weiter, dann machen wir hier gleich noch ein Gehege. Und noch wieder ein großes Pflanzenfressergehege. Oh. Der darf nicht wütend werden. Das könnte sonst sehr ungemütlich werden, wenn der wütend wird. So, ich wollte eigentlich. Hier können wir noch ein bisschen was für die Gäste machen, glaube ich. Spielwarenladen. Das passt hier doch noch alles hin, oder nicht? An die Gäste denken hier, ne? Ach so, das haben wir noch gespielt. Das ist alles zu groß, ne? Ja, das passt alles nicht mehr. Das ist alles zu groß, aber hier passt noch was hin. Was Kleines noch. Kleiner Laden? Ne, der ist auch zu groß. Jetzt mache ich dann nachher die Station für die Monorail hin. Hier dann. Ach, das ist doch scheiße, ey. Kein Strom. Ach Quatsch. Lüg mich nicht an. Was hat denn jetzt keinen Strom?
Ja, habe ich jetzt nicht mehr genug Strom oder was? 1504 insgesamt. Ich habe doch Strom verfügbar noch. Das verstehe ich nicht. Ach, das ist doch scheiße. Ich passe hier nicht mehr hin, oder? Oh, diese blöde Terrainbeschränkung immer, ey. Was soll denn das, ey? Ja, dann baue ich hier gleich ein großes hin. Dann rotze ich hier gleich ein großes hin. So, da hast du deinen Strom. Drei Worte. Auftrag, Sie, ja. Ja. Machen wir doch gleich. Betriebsgebäude ist das, ne? Dann nehme ich gleich noch einen Windschutz. Für die ganzen Leute, für die ganze Geschichte hier. Dann haben wir das doch einigermaßen optimal genutzt. Die Ziele sind da. Lange braucht es zu bauen, ey. Das kann ich angehen. Ja, dann können wir hier schon mal ein Foto schießen. Zu trinken. Dieser Job ist nicht einfach. Aber das soll er auch nicht sein. Wir gestalten die Welt mit jeder Show vollkommen neu. Diese Sache mit dem Genom war gute Arbeit. Schön, dass Sie es beschaffen konnten. Oh Mann, ey. Immer diese unsichtbaren Wände, ey. Entschuldigung. Ich habe aber eine Monorail ist auch bald nötig, ey. Da hinten. Muss man sagen. So, wo ist denn der Spiel? Denn der Spinosepp. Kann man nicht durch den Wald fahren? Was ist der denn? Da ist er. Alter, ganz ruhig, Kumpel.
Warum dreht der denn so am Rad, ey? Meine Fresse. Nein. So. Handbremse, L1. So, dreh ich um. Schön von hinten. 28% passt. Starker Schnappschuss. Sowas gelingt nicht oft. Sie haben ein gutes Auge für Komposition. Der Fotoauftrag war ein voller Erfolg. Von hinten ist immer gut. Wir haben da ein Angebot, das Sie sich unbedingt mal ansehen sollten. Kleiner Pflanzenfresser. Du kleiner Pflanzenfresser. Hier ist doch Paracentratropse, Chasmosaurus. Machen wir nochmal hier. Achso. Achso. Hier. Carnotaurus. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Platz wir hier haben. Können wir noch eine Besucherscheiße bauen? Hier ist Hammond hin. Nein, jetzt macht nicht so einen Scheiß hier. So, wollen wir jetzt den Crank gehen, oder? Ach Mann, ey. Ich dachte, ich brauche kein Forschungszentrum erstmal. Was ist hier noch hin? Ja, passt. Haben wir die ganze Scheiße auf dem Haufen hier. Wasser wegmachen. Ich habe nur Gutes über Ihre Expedition gehört. Sie machen die Wissenschaftsabteilung zum Star. Und mich. Jawohl. Und sich natürlich auch. Ich habe Sie nicht vergessen. Ich setze nur Prioritäten. Oh, jetzt auch noch Sturmwarnung hier, ey. So, jetzt müssen wir erstmal die Krankheit hier. Was war das? Eigenvergiftung? Nein. Bandwurm, Parasit? Nein. Tuberkulose Bakterien? Nee, Salmonellen, das hat. Ja, egal. Das weg. Das weg. Kapu?
Plastik, ne? So. Hier gleich Beobachtungsposten hin. Ja, geht sofort los. Anfrage bestätigt. Kommt auf die Liste. Wie zwei Viecher krank. Bestätigt. So. Nee, was wollte ich denn jetzt hier? Beobachtung. Hier, so ein Beobachtungsding hin. Und hier kommt ein Turm hin. Wo ist denn das verbaut, ey? Verarsch mich nicht, Mann. Oder hier. Oh, mal hier. Ist auch gut. Weg. Wie wär's mit noch ein wenig mehr Stress? Wie hört sich ein neuer Auftrag an, ne? Oder gehe ich hier rum? Ist egal, oder? Das war echt gute Arbeit. So. Und jetzt noch ein bisschen. Wie sieht es denn mit den Kranken-Dings ums da aus? Ist hier auch noch ein Eddie krank? Was soll denn das, Leute? Muss man hier alles alleine machen, oder was? Lege weitere Aufgabe fest. Alles muss man euch vorkauen, ey. Das seht ihr doch, dass da noch einer krank ist. Dann macht man den mal eben mit. Oder was? Meine Fresse. So. Water machen wir hier hinten hin. Ich glaube, das genügt ihm, oder?
ein bisschen Berg hin, wo er den dicken Macker machen kann. Eine infizierten Dinosaurier entdeckt. Sehr schön. Und Fleischfresser, Zieglein. So, und jetzt kommt hier ein lecker Schmecker Carnotaurus. Ne, warte, wir machen erstmal noch ein Fossilienzentrum, die ganze Scheiße hier noch. Zack. Da kommen wir nämlich noch ganz gut drauf. Ja, hier sieht das, ist der Pentaceratops. Ist das etwas größerer als der Triceratops wahrscheinlich, ne? So. Was wollte ich denn jetzt noch aufdrehen? Die Wissenschaftler haben da gleich die erste Mission. Ein weiterer Auftrag. Sie können ihn sicher ansehen, oder? Nur Stromausfälle. Machen wir doch. Machen wir doch gerne. Läuft hier eigentlich nur irgendwas frei rum? Ja. Die aber eben hinlegen war. Füge Aufgabe hinzu. Bestätige Aufgabe. So, das muss ich auch noch losschicken. Carnotaurus. Dahin. So, und was wollte ich denn jetzt noch? Genau, ich wollte mal kurz gucken, ob hier neue Zuschauer. Die hier hinpasst. Ach, fick dich doch. Ach, das ist doch scheiße. Aber hier passt die hin. Ab, ey. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Ganz ruhig aus. Ach Quatsch, was soll die Scheiße denn, ey? Mann, ey. So.
Nun, bau die Geschichte endlich mal fertig da. Ach Quatsch, Fossilien. Oh, Gold. Ja, ist ja gut. Geht hier los. Nein, was war denn das? Ach, bei Gäste, war das? So, hohohoho. So. Und ich hoffe, ich komme nachher hier weg und kann dann hier einmal durchballern bis hierhin. Und dann kommt hier noch eine Station hin und dann geht das hier nochmal wieder einmal rum. So der Plan. So, und hier machen wir jetzt einen Kanu rein. Muss da Wüsten, muss da gehen. Jetzt schon eine 300er Fährdung fast. Kostet aber auch mal eben schlappe 3,5 Mille fast. So. Forschen konnten wir hier auch noch was, ne? Letzte Krankheit, das ist immer wichtig. Ah, hier, was ist das denn hier? Genau, das ist der Iduminus Rex-Genom, okay. Oh, jetzt muss ich aufpassen, jetzt ist meine Kohle bald alle. Scheiße. Oh, hau, hau, hau. Aber, warte, ich hatte hier doch eben noch, genau, hier doch noch, die Stegos hingelegt. Sammle Produkt ein. Hole Produkt ab. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. So, und der hier. Weitere Aufgabe fest. Kann sich auch nochmal eben hinlegen. So, jetzt haben wir schon mal eine kleine Monorail. Produkt unterwegs. Die generiert auch immer noch mal schön Sichtbarkeit. Als nächstes baue ich denn hier am besten hier nochmal eine durch, eine Monorail und dann ja, oder ich werde wahrscheinlich hier weiter bauen dann erstmal. Hier ist doch noch echt noch ein großes, vielleicht hier noch ein Fleischfressergehege und hier noch ein Pflanzenfressergehege. Ah, oh, hier ist er richtig kurz. So. Prozent. Eigentlich wollte ich den diese Folge noch rauslassen.
Was ist denn noch zu erforschen? Gehege. Der Indominus Rex ist eine erstaunliche Kreatur. Hätte die Evolution Zeit gehabt, naja, wir haben nur ein wenig nachgeholfen. Und das Ergebnis ist spektakulär und wertvoll. Also machen Sie nicht den Wert meiner Arbeit herunter, sonst bekommen Sie es mit mir zu tun. Domino Rex. Schauen wir mal. Ich weiß, dass Sie damit Erfahrung haben, also sollte dieser Auftrag Ihrer Kragenweite entsprechen. Gute Arbeit. Ich denke, wir beginnen einander zu verstehen. Jetzt kommt Mission, wa? Ja. Es gibt etwas, wovon wir beide profitieren könnten. Dadurch wird unser Ansehen in der Organisation steigen. Ich an Ihrer Stelle wüsste, wie ich auf dieses Angebot reagieren würde. Puh, das sind eine Menge Viecher, ey. Zusammen untergebracht sind. Also ein riesiges Pflanzenfressergehege. Okay. Das wird dann wahrscheinlich hier stattfinden. Leben braucht Vielfalt und Konflikte. Die Evolutionsgeschichte ist eine Geschichte des Kampfes. Und das Überleben ist die größte Belohnung. Darum geht es mir jetzt nicht. Nicht direkt. Aber ich denke, wir müssen unseren Tieren ein natürliches Umfeld bieten. Dazu sollten wir mehr Spezies zusammen unterbringen. Trotz der natürlichen Spannungen, die dadurch entstehen. Unser Ziel ist es, ein riesiges Gehege mit einer Vielzahl von Arten zu schaffen. Wir beginnen mit Jungtieren und versuchen sie in einer gemeinsamen Umgebung unterzubringen. Eine kleine Form der natürlichen Auslese? Das ist der Plan? Natur künstlich nachbauen? Wenn sie es nicht hinkriegen, merken die Dinos, dass etwas nicht stimmt. Und genau dann kommen die Klauen zum Vorschein. Ach, alles gut. Aber sowas hatte ich ja eh vor. Also, perfekt. Fehlt mir eigentlich nur noch die Kohle dazu, ne? Weil die läuft im Moment gar nicht so gut. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Und vor allem muss ich erstmal die Genome alle fertig haben. So, wir lassen jetzt nochmal eben kurz den Carnotaurus frei und wir sind nämlich jetzt schon gleich wieder bei 40 Minuten. Das ist ganz schön lang. Dieser Fleischfresser, der Carnotaurus, wurde in Argentinien entdeckt. Der Name bedeutet fleischfressender Stier. Als ob ein normaler Stier nicht gereicht hätte. So. Hab's. Mit diesen wunderschönen Bildern verabschiede ich mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne einen Daumen da lassen. Wenn ihr noch nicht habt, ein Abo. Wenn ihr noch richtig Bock auf mich habt, dann drückt ihr auch noch um die Glocke und verpasst keins meiner Videos mehr. Also, bis dann, ciao, euer Pfuh.